Ja, hallo und willkommen zurück zum täglichen Training von Nintendo Badge Arcade. Bobby ist auch wieder mit dabei, ich hoffe ihr auch. Hier ist das heutige Trainingskranspiel. Wie viele heimliche Verehrer Niki wohl hat? Ja, das ist die Frage. Ja, immer noch Valentinstag, Niki. Wo greifen wir da am besten rein? Ich glaube, ich würde sogar sagen, hier, dass man halt hier das Ganze nach rechts wirft, dass dann vielleicht die drei Teile runterfallen, dass dann halt auch das Herz hier vielleicht gelockert wird. Wir werden nur gucken, wann wir das hier berühren. Vielleicht kann ich den Kran auch so weit nach links schieben, dass er das runterwirft. Und dass ich dann beim Runterdrücken das Ganze runterwerfe. Probiere ich aus. Ah, es fällt schon vorher runter, sehe ich gerade. Ja gut, das hat sich erledigt. Na, aber es ist trotzdem so gefallen, wie ich es mir vorgestellt habe. Ganz gut. Sehr schön. Jetzt haben wir schon mal 4. So, also ein einfacher Griff wäre hier Niki selbst zu greifen, so. Es wäre aber auch interessant, hier die Katze zu greifen. Hier. Was halt ein bisschen schwieriger sein wird, weil ich denke mal, wenn man sie greift, dass sie dann so, ja, nach rechts, nach unten rutscht und dann hat man keinen Griff mehr. Und das linkere Herz, das hilft einem ja auch nicht weiter, großartig. Aber wir versuchen es trotzdem mal hier, bei der Katze zu greifen. So, ja, das müsste eigentlich optisch gut aussehen. Na? Ja, das hat geklappt. Gut, dann können wir die restlichen Teile ganz gemütlich rausholen. Vielleicht haben wir ja das Glück, dass wir hier Niki greifen, dass das Herz ein bisschen nach rechts poltert. Aber ich glaube, das, ja, bei der Herzform klappt das nicht ganz so gut. Na? Ja, das war fast schon zu weit links. Na, es war schon fast klar, dass es so klappt. Dass es eher gesagt nicht klappt. Na gut, dann. Neuer Versuch, neues Glück. Ich habe auch manchmal irgendwie, keine Ahnung, das liegt an meinem Fail-Skill. Ich vergesse jedes Mal, dass der Kran noch ein bisschen nach links rutscht, wenn ich loslasse. Ja, eins reicht noch. Ja. Dann holen wir uns das linke, das lässt sich leichter greifen. Zumindest sieht es so aus. Ja, das haben wir. Sehr schön. So, ja, gut. Jetzt habe ich mir natürlich da nicht gemerkt, ob wir gestern noch ein paar Marken übrig hatten. Ich vergesse jedes Mal. Es wird ja ganz am Anfang angezeigt, bevor wir den Versuch starten. Und irgendwie, ja, wir waren bei 0. Also wenn wir keinen Versuch bekommen, dann bekommen wir keinen Versuch. Ja, hat nicht geklappt. So, nein. Nö. Ihr wisst ja, ich spiele nur kostenlos. Jetzt ist aber der Part zu kurz. Was könnte ich denn da noch machen? Soll ich vielleicht mal wieder im Miiverse gucken, was so abgeht? Ich meine, ich habe auch nichts Neues gebaut mit den neuen Marken, die ich bekommen habe. Das sieht immer noch genauso aus wie vorher. Gucken wir einfach mal, was im Miiverse abgeht. So, gucken wir mal. Was haben wir hier? Ja, da muss ich ja wieder nach unten gehen und nach oben, ja. Ist das denn ganz simpel? Das hier ist von einem echten Romantiker, Erik Mund. Okay. Also wegen Valentinstag-Style oder was? Wobei, na gut, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwie Kreativität gefragt ist. Mario ist in einem Gefängnis der Liebe gefangen. Ob das was mit einer gewissen Prinzessin zu tun hat? Gute Frage. Ach ja, die ganzen Herzsachen hier einfach, okay. Eigentlich sind Bloopers doch ganz lieb. Netter Beitrag, Bob. Oh. Das arme Seepferdchen. Fütterungszeit im botanischen Garten. In der allergrößten Not fressen Piranha-Pflanzen nicht nur Mario. Spitze Zähne, spitze Komposition. X-Bud. Ich-Bud. Okay. Komischer Name für einen Mii. Was haben wir hier? Bowser-Kampf? Beim Kampf Generationen kann es heiß hergehen. Mein Dank für diese Kreation geht an Crow 3000. Ja, und Link schießt den, ja, schießt hier den Soldaten ab. Dieses Home-Menü ist ein Tempel, ein Feuertempel. Sehr schön, Luki. Ach ja, ich erinnere mich noch gut an meine Schulzeit. Ja, ja.
Was wird hier wohl unterrichtet? Traumkunde? Das scheinen aber nicht alle Schüler begriffen zu haben. Ein sehr lehrreicher Beitrag, Frost. Für dieses Level braucht Mare mehr als nur Glück. Ja, das ist kein Level, das ist zugespammter Blödsinn, meiner Meinung nach. Einfach mal alle Items zugeklatscht, wobei, wenn er Glück hat, schnappt er sich hier einfach den Stern und rennt einfach durch. Ob ich ihm etwas von meinem Spezialkarottensaft abgeben sollte? Braucht er nicht unbedingt. Keine Sorge, Bobby. Ach, er wird schon zurechtkommen. Danke, dass du das gepostet hast, Mario. Der Typ heißt Mario. Oben auch. Der Mii. Ganz simpel. Der unbestrittene Meister im Goomba Bowling. Mario. Strike. Dieser Beitrag ist ein Volltreffer, Charlie 2. Wie viele kommen denn da noch? Ja, Luigi hat Bock, ein bisschen Mario Kart zu zocken. Na los, Luigi, reich den Controller weiter. Andere wollen auch spielen. Bäh, schwitzige Hände und du scheinst dich reingehängt zu haben. Danke für den tollen Beitrag, Wegen Gabriel. Okay. Und das letzte. Ui. Dieser äußerst einfallsreiche Beitrag ist von Benji. Eine sehr gelungene Hommage an Super Smash Bros. Okay. Stell dir vor, ich würde da mitmischen. Ich muss schon mal nach oben, wenn es schon das letzte ist. Ich hätte ein paar gute Ideen für tödliche Spezialtechniken. Mit Donnermarken würde ich mir sicher Respekt verschaffen. Aber besonders gefürchtet wäre mein Ultra Smash Quasselstrip. Quasselstrip, ja, das passt sehr gut zu ihm. Na gut. Mit dem würden nun wirklich keine Gegner mehr konfrontiert. Was? Mit dem würde nun wirklich kein Gegner gerne von konfrontiert werden. Ach, mit dir selbst oder was? Gut, dann lass mir mal hier Bobby weiter tanzen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Ich bedanke mich auch wieder fürs Zusehen und dann sehen wir uns morgen um die gleiche Zeit. Ciao, ciao.